Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von War Thunder mit Jay, Chris. Guten Tag. Hallo Leute. Und Seras. Hallo. Servus. So, ein bisschen hier Abwechslung für die Kollegen reinbringen. Wir nehmen heute die Chrysanthema S auf, wobei der Name Chrysanthema eigentlich nur die Waffe bezeichnet und nicht das Fahrzeug. Das Fahrzeug ist ein BMP 3 modifiziert und der Name ist 9P157-2 Chrysanthema S. So. Und ja, das Teil ist im Prinzip nur ein Raketenschleuder. Es hat nicht mal ein MG zur Selbstverteidigung. Und deswegen werde ich mich jetzt erstmal hier hinpacken, weil wir haben eben gerade schon aufgenommen, die Leute, die Kanalmitglied sind, werden das im Video der ungeschminkten Wahrheit sehen. War eine ganz tolle Runde. Und deswegen werde ich jetzt ein bisschen vorsichtiger spielen. Da kriege ich einen Pip. Achso, das bist du. Hallo. Warum? Kannst du über mich drüber schießen? Nee, ist zu hoch. Warte, fahr nicht weg, großer Bruder. Achso, stimmt, du bist ja fast das gleiche. Ich weiß nicht, ob es die selten. Du hast cooler, du hast die Sturmraketen, das ist ja was anderes. Ich hab, ja, aber ich bin so vom Prinzip her sind wir Brüder. Ja. Ich höre rechts was in die Richtung. Ja gut, das cappt ja einer von uns gerade, du. Nee, weiter. Dulli! Okay, dann fahre ich mal kurz hoch. Das Problem halt an dem Teil ist, der Richtbereich nach unten, also die Gun Depression, ist komplett scheiße, obwohl man eigentlich hätte erwarten können, dass die gut ist. Das raff ich aber halt auch nicht. Weißt du, du machst extra so ein Teleskoparm quasi, ja. Und dann geht das kaum. Das habe ich halt auch wirklich überhaupt nicht gecheckt. Kennt ihr diese Teleskopwerfer, die auch mal die Bundeswehr ausprobiert hat, die irgendwie 10 Meter hoch sind? Auf dem Leopard mit dem ATGMs oben drauf. Genau, genau. Ja, den würde ich so gerne im Spiel haben. Den Sowjets hätte das Ding wahrscheinlich auch nur 2 Grad dran. Kannst du die Nachbarstadt schießen, aber nicht vor dich. So, ich fahre auch mal über die Sträßchen. Aber ich müsste eigentlich mal ausprobieren, wenn ich mich direkt hinter dich stelle, ob ich dir über die Schulter schießen kann. Also über den Turm geht es nicht, aber über die Schulter kann ich dir bestimmt schießen. Wobei. Nee. Also über den Turm kann ich dir nicht ballern. Das langt gerade genau schade, nicht. Schade. Vielleicht, wenn du ein bisschen lupfst und dann wieder runter gehst. LOL. Direkt da, direkt rechts. Hab sehr ich. Nice. Alter, das wäre so geil gewesen, wenn ihr euch beide einfach penetriert hättet in einem Double Kill. So, ich lade mal noch eine Rakete raus. Junge, der hat mir durch beide Crewmates im Turm geschossen, aber da ich eine gute Crew habe, sind die nur beide tiefrot. Alter, was ein Lack. Bisschen Hansaplast drauf geht schon. Ja. So, meine Damen und Herren, hier sieht er gerade den Nachlademechanismus in der Aktion, den ich ganz cool finde, hier so ein Revolvermagazin. Bedeutet aber auch, ihr seid eine riesen Pinata, wenn ihr getroffen werdet, ist eh vorbei. Die Dinger gehen hoch wie, ja, Silvesterbölle. Ich höre doch was vor uns. Ja, ich höre auch was. Links. Höre ich was? Das ist Jan. Nein, das ist nicht. Lol, der ist genau in einer Linie mit Jan. Der ist genau okay. in einer Linie. Der sieht dich. Achtung, fahr zurück. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Direkt ums Eck quasi bei dir. Ja. Yeah. Ich guck mal, dass ich den von meiner Seite aus anfahren kann. Dürfte ich hier gewesen sein. Ah, ich sehe ihn. Kritischer Treffer. Aber da, ja, das ist halt das Problem. 2K. Leo 2K mit seiner 20er auf dem Dach ist halt echt ein Problem für dieses Fahrzeug. Na gut, das Fahrzeug sollte aber eigentlich nicht in den Nahkampf gehen. Nee, das Problem ist leider auch gerade so ein bisschen die Map, aber. Ich habe bisher einen Kill und habe ihn gekrittet. Also ich habe nicht. Du könntest auf der Map mal versuchen, dich auf die Brücke zu stellen. Habe ich auch gerade überlegt, deswegen werde ich das jetzt auch mal tun. Weil du bist, glaube ich, flach genug, dass du nur deinen Werfer rausgucken lassen kannst. Ja, ich habe das auch schon gemacht. Also. Hubschrauber gerade über A geflogen. Über A, Hubschraub, okay. Richtung unseres Spawns tief. Meine Damen und Herren, hier vorne seht ihr auch das Bodenradar. Das könnten wir jetzt. Naja, okay, hast du. Das könnten wir jetzt mal benutzen, aber jetzt nicht mehr. Komm mit als Nahbereichsverteidigung. Wir stehen leider schon ziemlich nah. Verdammt.
Bei deinem Chassis ohne die Zusatzpanzerung fällt halt die dünnen Ketten extrem auf, finde ich. Bei meinem? Ja, ja. Ja, die gut. Das total dünne Ketten. Das ist ja beim Dings, beim 283 ist ja auch so, ist ja dieser Bewanner. Ja, ja, aber hier fällt es nicht so auf, weil es halt eingepackt ist. Achso, ja. Ich würde dich, weiter an die rechte Seite stellen, sonst sieht man halt die Wanne, ne? Ich hab einen Finn. Da, willst du drauf schießen? Ja, ich hatte einen Pip. Mach. Treffer. Aber. Hast du einen Assist bekommen? Ja. Ah, ich muss aufpassen, ich muss mich mehr so stellen, weil der Werfer ist nicht komplett drehbar. Das habe ich vergessen. Nee, das hat mich auch schon umgebracht mit diesen Dingern. Das mag ich deswegen auch nicht so. Ich hab vergessen. Ich habe hier immer noch einen Pip in die Richtung, aber es könnte auch das Wrack sein, das da unten steht. Das hier. Ich glaube, die Brücke hier wäre sogar noch besser. Ja. Ach lol, nach rechts kann ich den komplett drehen, nur nach links nicht, weil da die Optik ist. Fahr mal vor. Mach ich. Wenn der Moderne angeblich so viel aushält. Kabum tot. Aber auch über den kann ich nicht drüber schießen. Die Schützen. Schützenvisier ist leider nicht tief genug. Hochfahren? Ja, ich fahre jetzt hier hoch. Das wird im Moment kritisch, aber. Ich höre doch einen Hubschrauber. Ja, hinter uns. Über unserem Spawn. Wurde abgeschossen. Ja, wurde er. Ja. Und ich habe nicht mal auf die APR, auf die HE gewechselt. Ich glaube, ich fahre sogar noch eine Brücke vor. Ja, kein MG. Ich wollte gerade diese komischen Mauern wegmachen. Nee, mache ich nicht. Ja, leider. Sag mal, hier fliegt doch noch ein Flieger, oder? Ey, also, das ganze gegnerische Team ist eigentlich noch vorhanden. Deswegen, also hier hinten ist auf jeden Fall ein Heli, habe ich gerade gesehen, der ist gerade hinter dem Gebäude. Oh, vor uns, Jan. Vor mir, ja. Nicht bewegen. Oh, ich habe vorbeigeschossen. Wie ungünstig. Ich habe seine Kanone. Ja, das Problem ist, der Rest von dem macht mir auch ziemlich doll Aua. Pass auf, 50 Kills können dich umbringen. Eben, deswegen. Okay, ist raus. Sehr gut. Stellung beziehen. Aber wenigstens ist das Ding schön mobil. Es dreht sich schnell und solche Geschichten. Das ist schon ganz gut. Okay, hier hinten schießt was mit Raketen rum. War wahrscheinlich eine Flak, wenn. Ja. Wäre halt ein schönes Ziel, aber auch ein böser Gegner. Kommt auf die Flak an. Die kann sich gar nicht beschießen. Die kann nicht auf. Bodenziele schießen. Na dann ist ja gut, dann glaube ich das einfach mal. Gegner gescoutet, vor euch. Sehr schön. Also, ja. Dann Cloud Kills. Den nehmen wir immer mit. Links von mir kommt MG-Feuer her. Flakfeuer. Okay. Oh ja, da ist ein Gepard oder sowas. Der muss halt näher kommen, sonst kann hier. Ich da erstmal nichts machen. Ich kann leider nicht scouten. Okay, jetzt ist das Gegnerteam nicht mehr wirklich vorhanden. Komm her. Ich kann nicht wirklich hochfahren, sonst holt er mich. Das macht ihm doch keine Angst. Lass ihn kommen. Nee, er fährt zurück, also ich habe nichts getan. Feigling. Jetzt habe ich einen Panzerschuss gefressen, aber wieder überlebt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich muss halt vorsichtig sein. Oh, da kommt er. Scheiße! Ach komm! In dem Moment, wo ich wegfahre, ne? Das kommt der raus! So. Wizard. Hat mir natürlich. Und ich musste natürlich quasi über die linke Schulter fahren und da war halt wieder das Visier. Oh Mensch, das ist doch scheiße. So, hier. Ist aber halt auch echt nicht die Map für das Ding. Nee, echt nicht. Hier, selbe Wanne, meine Damen und Herren.
Sowas wie Feuerbogen wäre eigentlich perfekt. Ja. Ja, oder einfach. Gibt's die überhaupt noch? Die hatte ich schon ewig nicht mehr. Ja. Gibt's noch. Vor mir kommt jetzt gleich was raus hier. Ja, ja. Ich wollte es gerade scouten, konnte nicht. Ich hab's leider gerade nur die 20er. Ah, welche. Ja, ich wollte dich retten, aber ist nur Puma, Achtung. Welche Map hatten wir, Jan, beim Wiesel? Normandie war das, glaube ich. Ne, Ardennen. Ardennen, ja. Die ist auch gut für so ein Fahrzeug. Und die lief wenigstens dann ordentlich auch. Schön versteckt immer. Wo ist der denn jetzt? Oh, Kacke. Da. Ist ja quasi auch fast ein Gesamtthema. Ja gut, aber jetzt ist das gegnerische Team tatsächlich raus. Kommt die letzte Worte, ne? Ja, kommt die letzte Worte. Wo sind die denn? Ach, der fährt gerade auf die Brücke hoch. Auf diese, auf deren Seite? Oh, ja. Gut. Hab ihn. Ja, ich wollte ihn gerade anfliegen. Irgendwas hat mich gerade nochmal getroffen. Ja, war es für mich. Ich habe eine Rakete gefressen. Ich werde von rechts beschossen oder von rechts hinter mir, keine Ahnung. Ja gut, die Runde ist jetzt hier. Keine Ahnung, wo der steht. Runde ist hier vorbei. Oh, direkt hinter mir auf den Gleisen, okay. Ja, ich fahr gerade zum Gleisen. Also der ist jetzt von den Gleisen, glaube ich, Richtung B runtergefahren. Okay. Oh Jan, du fährst ein sehr schönes Fahrzeug. Danke. Es war echt keine gute Runde für uns. Das Fahrzeug habe ich gestern am Freitag freigeschaltet. Nice. Da, noch eine Runde. So Freunde, selbe Map nochmal, yay, aber mit einer beschissenen Aufteilung. Aber wenn wir schnell genug sind, werde ich mich da einfach hinstellen und hoffentlich ein bisschen was wegsnicken können. Schauen wir mal. Oh, ich wünschte, ich hätte ein MG um die Sachen hier. Schieb mich doch. Warum schiebst du mich nicht? Das hätte ich mir. Ich werde ungern geschoben in dem Spiel, aber jetzt hätte ich gerne wirklich gehabt, dass der mich mal schiebt. Lol. Fliegt durch die Gegend. Ah, ein Rad vom Striker. Das sieht man doch gerne. Ich habe gedacht, da wird irgendwie einer gefahren kommen, aber dann kam auf einmal so ein Rad gerollt. Oder oh, ist noch ein Wolfpack irgendwo links von uns. Ein bisschen Slapstick-mäßig. So. Wie weit sind die schon vorgedrungen? Ungefähr hier. Okay. Aber weil momentan, warum fährst du jetzt schon wieder vor? Weil ich bin jetzt einfach mal richtig doll mutig. Ich glaube, du bist gleich richtig doll tot, aber viel Glück. Das Glück ist mit den Dummen. Problem ist, ich kann hier mit meinem Werfer gar nicht arbeiten. Oder? Doch, geht. Das ist ein Striker. Der kann nicht mehr schießen. Töte ihn. Okay. Okay, also die Party ist eigentlich schon vorbei und ich bin natürlich zu spät. Okay, gegnerische Team ist quasi raus. Nee. Das ist schlecht, hinter mir kommt gleich einer. Ich arbeite. Darum. Kann einer von euch? Ich bin gleich hinter dir. Ja, gut, never mind. Ach, du bist da reingefahren. Ja. Ich dachte, du guckst da weiter die Straße runter.
Hey, muss ja schon meine Mobility benutzen für dem Ding. Ja, du hast da, also. Das hier bei B6, Numpad 6 sind 4 Panzer. Ja, gut, aber macht ja keinen Sinn. Ich habe halt nur 2 Raketen im Rohr. Ja. Wären 2 Kills gewesen. Ja, und dann wäre ich tot gewesen. Hätte ich auch nicht viel von gehabt. Oh, fuck. Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Striker habe ich. Sehr schön. Ach, keiner von denen fährt hier so aus, dass ich ihn beschießen kann. Das ist immer unfair, wenn die das nicht tun. Ich höre so viele Fahrzeuge um mich rum, das ist unangenehm. Und hier ist eine Arti hingefahren. Dumme Teammates sind wirklich das Schlimmste. Ballern mir einfach meine Deckung weg. Mitten oben auf der großen Brücke, wo wir vorhin standen, steht der CV. Okay. Ja, dann ist es nicht diese Brücke, sondern die 1 weiter, genau. Ja, ja. Die mittlere quasi, die große. Ich spiele jetzt Flak. Ich muss mich bewegen, ich hasse es. Ah, der hat immer noch die 20er, der komische Leo 2K. Die ist halt echt fies gegen so. Ja, ich habe ihm alles weggenommen aus dem Turm, aber die 20er konnte noch schießen. Was ein Lack, ja. Bitte, bitte seht mich nicht. Bitte, bitte seht mich nicht. Ich bin gar nicht da. Boah, das hört sich alles unangenehm an. Also unten am Strand ist der 2K. Ne, beide. Ne, ist mal ein anderer. Ne, das ist einer von den beiden. Das ist der, der mich gekillt hat. Der Scorpion Killer 22. So. Hab ich. Das ist ein cooler Name, kommt. Ne, ich dachte, da kommt was Fliegendes rein. So, schnell Positionswechsel. Ist gescoutet. Ja. Den kriegst du. Hol ihn dir. Nein, ich bin an ihm abgeprallt. Das ist schlecht. Ja, ich frag mich wie. Ich glaube, der hat Probleme. Er hat Probleme, ja, aber keine Probleme. Jetzt habe ich sein Getriebe. Wie, der hat es überlebt? Okay, er ist raus, nice. Der CV90 105, der hat halt einfach gerade die komplette Granate, die Rakete mit seinem Getriebe und Motor gefressen, sonst nichts passiert. Easy. Oh. Cool, 90-105, bester Einkauf des Spiels. Ja. Da kommt was Fliegendes rein. Ich komme auch mit was Fliegendem rein. Jetzt bin ich garstig. Mach die alle bitte weg. Die war plötzlich da, die Ja. Aber konnte man mit der Strella schon immer aus der Fahrt feuern? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Doch, doch, doch. Also ich dachte, echt? Die hatte mir auch eine Limitierung. Nee, dann sind nur andere, die sowas haben. Sowjetische Fahrzeuge haben sowas nicht. Achso, kann die eigentlich schwimmen? Mr. BMP3 Wanne. Ja, kann sie. Oder? Lol, die hat ja voll den geilen Mechanismus. Ich fahr mal raus aufs Meer. Ist das eine Dreierwanne? Nee, oder? Nee, das ist was Eigenes. So, endlich ist der 105 tot. Kack, und irgendwas hat den Kollegen da gerade beschossen. Will ja nichts sagen, aber russische Float-Tanks sind, glaube ich, die besten der Welt. Ich fahr 17 Sachen im Wasser. Das ist zur Hölle. Press F to pay respect. Ich drücke jetzt erstmal B. Das war's ein A. Das ist schlecht. Ja. Irgendwie. Schön, dass die da alle vor dem Spawn stehen. Ja, das ist doch typisch. Ich seh's leider nicht. Ich auch noch nicht. Nee, Alter, die haben ja die wirklich die Raketen gekillt. Okay, ich hab seinen Geschützverschluss. Sehr schön. Schöner Anflug. Ja. Sah sehr cineastisch von mir aus. Da waren leider noch ein Gepard. Wären da nicht keine Häuser gewesen, hätte ich den sogar noch wegrasiert, aber ich glaube, ich wäre sonst voll in die Hauswand gekesselt, wenn ich das gemacht hätte.
Aber den fliege ich jetzt einfach nochmal an. Wehe, ihr sterbt jetzt durch meine Arti. Ne, moderner sterbe ich nicht durch Arti. Ne, ist vollkommen unmöglich. Es geht gar nicht technisch gesehen. Ja. Also nicht wie gesagt, hinter dem... Ne, hier hinter der Ecke steht noch ein Gepard. Hier war der ungefähr. Da kommt er doch. Vor, ist jetzt ungefähr hier. Es wäre schön gewesen, wenn du einfach draufgegangen wärst, lieber Gepard. Lol, ich wurde von dem Wiesel abgeschossen, das fährt da auch lang. Alter, Scouting ist so kaputt. Das Wiesel fährt jetzt auf den Strand. Okay. Ist jetzt hier unten. Ich werde ihn begrüßen gehen. Ist jetzt hier. Achso, du kannst ja nicht auf den schießen. Ich habe ein MG, aber das würde ich jetzt ungern ausprobieren. Das ist halt auch geil. Das ist so eine schwimmende Luftverteidigungsplattform. Muss man das mal aufkommen, ey. Red Alert 3 auch bauen. Stimmt. Okay, ich habe ihm keinen Damage gemacht. Nicht mal von hinten. Wo ist er? Ah, da ist er. Am Strand unten. Sucht mich jetzt. Fährt gerade ins Wasser. Oh mein Gott, der holt mich. Gleiskette, wow. Ich darf den halt echt nicht scouten, ne? Da. Nice. Der hat halt auch 3 Schuss gefressen, ne? Hat sich ausgewieselt. Na ja, gut. Also theoretisch. Der Achtung, Wiesel. Das. Theoretisch hätte der Schaden kriegen müssen. Das ist halt nur gegen Handfeuerwaffen, das Zeug, ne? Die Panzer. Ich habe ihm halt hinten in die flache Motorabdeckung quasi geschossen, er hat nichts bekommen. Mhm. Neuer Gegner, hier. Alter, Richtschütze. Schon wieder ein Gepard, ey. Also jetzt werde ich langsam aber grantig. Jetzt dürfte ich ihn scouten, nice. Ich hatte den ja auch schon gesehen, aber der hat mich leider auch gesehen. Krieg, hat ein Gepard Thermal? Nee. Ist jetzt bei Arm. Dann muss ich mich mal umdrehen. Yeeting Yeet wollte mich töten, weil ich ihn verpfiffen habe mit seinem Wiesel. So, ich fahr auch zu Arm. Ein Heli ist der von uns. Nee. Wo? Keine Ahnung, aber ich höre einen, aber er ist nicht auf der Karte markiert. Höchstens ganz hinter mir. Aber wir haben einen im Team. Na gut, dann kann es sein. Ich hoffe, dass der Gepard nicht weitergefahren ist. Doch, der Cap noch. Oh, sehr schön, der Gepard ist raus. Da kommt schon wieder Arti von mir. Kein Problem. Ich habe gehört. Der nächste Test um meine. Ich habe gehört. Der ist auch moderner, okay. Ich habe gehört, gut. Man stirbt da nicht drin, wenn man drin steht. Mit moderner. Achso, ja, stimmt, habe ich auch gehört. Ja. Da muss ja was dran sein. Das ist der Weg. Wisst ihr, was habe ich gesagt? Ich hab nicht mal irgendwas gemacht an euch, glaube ich. Na ja, gut, ich stand nicht dabei, also deswegen. Ich stand mittendrin. Wisst ihr, was auch wieder schlimmer geworden ist? Irgendwie dieses Rumwackeln auf kleinen Mini-Objekten, wenn man mit ankommt oder so. Richtig, das ist richtig arschig. Das hat mich jetzt schon ein paar Mal das Leben gekostet. Ja. Gerade ganz leicht diese Leiste hier unten berührt. Ja, wo die Büsche drin sind, ne? Genau. Gewackelt wie. Aber Dreckhügel sind auch fies. Auch diese Autowracks, wenn du so ein Auto platt hast. Mir gefällt der Spot hier ziemlich gut hier außen. Du bist komplett safe und kannst Flugzeuge abknallen. Du kannst ja direkt sehen, wenn sie reinkommen, ne? Ja, eben, du guckst direkt den Flugspawn an. Ja. Ziemlich assi eigentlich.
Digga, ich bin moderner. Was glaubst du, was du hier versuchst? Oh, scheiße, jetzt habe ich ihm meine flache Seite zugedreht. Ist nicht so gut. Oh, aber gut, die Panzerung hat gerade echt alles aufgefangen. Ich sag doch, moderner ist voll gut. Naja, gut, meine Damen und Herren. Grüße an Thema. Wie gesagt, das ist eigentlich auch kein First-Spawn-Fahrzeug. Nicht auf solchen Maps zumindest. Spaß macht es mir trotzdem und ich freue mich schon drauf, wenn ich es besitze. Deswegen macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao.